Zum Schrimp. Hey, was ist denn los hier? Oha, das ist zu heiß. Wow. Ups. Ich hab mich wohl irgendwie klein gegart. Ich hab mich klein gegart. Es ist gigantisch groß hier. Mein Pfannwender ist monströs. Und der Grill erst, der ist groß wie ein Gebirge. Au! Der Grill ist überhitzt. Tja, der repariert sich nicht von selbst. Mein Bein! Macht mir richtig Stress, Dr. Pferdefuß. Sie haben recht. Es ist sehr verspannt. Aber dagegen können wir was tun. Ziehen Sie die Schuhe aus und folgen mir. Bis jetzt stinkt mir dein Plan ganz schön. Es ist nicht der Augenblick, stinkig zu sein. Ich bin hier zum Schutz von Fritz Bein. Und das schaffe ich nicht allein. Der einzige Weg zur Entspannung Ihres Beins ist ein kleiner Marsch über heiße Kohlen. Heiße Kohlen? Ja! So, nun schließen Sie die Augen und sprechen mir das uralte Mantra nach. Meine Füße sind so kalt. 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 Transzendenz. Oh, was für ein Tag. Hey, Mann, hast einen strengen Tag gehabt, hä? Bisschen chillen bei einer schönen Massage, na? Ist auch gratis. Gratis, ja. Oh, na schön, bringen wir es hinter uns. Und vergiss nicht, das ist der Kaltblütertest. Miss nur seine Temperatur. Verstanden, bester Freund. Nenn mich nicht so. Bup. Lass das Frechheit. Ich wäre dann soweit. Alles klar, Mann. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Spannungen gelöst kriegen. Und wie läuft denn der Kaltblütertest? Gut, er ist schon im Tiefkühlraum. Du bist so ein Schwachschwamm. Kaltblüter heißt, der Körper hat dieselbe Temperatur wie das Wasser drumherum. Und nicht, dass er wirklich kalt ist. Thaddäus, wieso? Ach, Mr. Krabs, es tut mir so leid. Wir wollten Ihren Gesundheitscheck machen, ohne dass Sie es merken, weil die große Kappe sonst geschlossen wird. Und dann brauche ich einen richtigen Job. Auf geht's zum letzten Test, die Haltbarkeit der Schale. Jetzt weißt du, warum ich keine Gesundheitschecks mag. Keine Angst, Mr. Krabs. Sie haben zwar keinen Test bestanden, aber Thaddäus und ich bringen Sie wieder in Form. Und wenn es den Rest des Wochenendes dauert... Danke, Super Sandy! Willkommen bei unserem besonderen Quallen-Rodeo! So wird hier aber nicht gespielt.
Weiter so. Hände weg von der Qualle, SpongeBob. Die gehört mir. Und zwar sowas von mir. Sehen, weil mein Gesicht verödet wurde. Ach, ihr schwächelt nur etwas. Kommt schon, wie wär's mit der Revanche? Aber du hast alle Quallen gefangen. Und es gibt keine Felder mehr. War ich das etwa? Ja. Und das warst du auch. Tja, ich kann wohl ab und zu übertrieben ehrgeizig sein. Ach, was du nicht sagst. Das mit euch wird schon wieder. Ihr müsst euch nur etwas bewegen. Vergiss nicht, sie freizulassen. Wir wollen uns amüsieren. Komm, Thaddäus, sag uns, was wir tun sollen. Bitte. Oh, spielen wir Essen. Kein Problem, ich hol uns was zu mampfen. Lass mal die Küche in Ruhe. Sag mal, hier muss es doch sowas wie ein Schnitzel geben. Das ist es. Hey, wie wär's? Wollt ihr zwar nicht auf Schnitzeljagd gehen? Auf Schnitzeljagd? Was ist denn eine Schnitzeljagd? Ein Partyspiel, bei dem die Teilnehmerteams eine Liste von beliebigen Sachen sammeln müssen. Schnitzeljagd, yeah! Was steht oben auf der Liste? Tja, mal sehen. Such das seltene Wüstensandwich. Sandwich. Doch nicht hier drin. Dieses Sandwich findet man ausschließlich im Bikini-Ödland. Doch draußen heißt das. Ich bin ein Genie. Schönland eine halbe Meile. Ödland 20.000 Meilen? So, ein Durst. Es ist sinnlos. Wir finden das seltene Wüsten-Sandwich nie. Hey, Thaddäus, wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Gegenstand. Wüste. Sandhexe? Hör mal, ich hab Sandwich gesagt, nicht Sandhexe. Ein Wüsten-Sandwich ist mit Tomaten und Schinken und Emmentaler. Schon klar, ich hätte mal nehmen müssen auf dem Blocksberg. Tada!
sieht lecker aus. Nimm das lecker! Irgendwas muss ich doch tun können, damit diese Kunst bares Geld wert ist. Ich habe meine Werke alle verkauft. Diese Handvoll Kleingeld macht mich zu einem ernsthaften Künstler. Wer hätte gern das Autogramm eines kreativen Genies? Ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Mir fällt auch schon ein Motiv ein. Obacht, hier betritt ein Künstler den Raum. Auch Obacht, hier liefere das aus und zwar hurtig. Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Künstler und nicht Ihr Handlanger für wie auch immer geartete niedere Tätigkeiten. Oh, seien Sie nicht so nieder zu Thaddeus, Mr. Krabs. Ich liefere das aus. Nein, der Herr Thaddeus ist doch jetzt ein ernsthafter Künstler. Und ein ernsthafter Künstler kann doch einfach alles, oder? Die Arktis ist zu furchtbar kalt. Komm schon, Thaddeus. Du bist ein starker Künstler. Du schaffst das. Nein. SpongeBob. Oh, hallo, Thaddeus. Ja, sag mal, was machst du denn hier? Ich hol mir ein bisschen Eis. Ganz frisch. Oh. Brauchst du Hilfe? Bitte sehr, hier ist Ihr Essen. Hey, das ist ja ganz kalt. Perfekt. Ich bring dich besser nach Hause. SpongeBob? Mit der Freizeitperücke? Zeit für die Verfolgerperücke. Ich bin Fahrlehrerin und ich beschlagnahme dieses Fahrzeug. Dann lass mal krachen, Irokesenmama. Was auch immer Sie sagen. Puh. Oh nein. Mrs. Puff, Sie wurden püriert. Sie leben. Oh, Neptun, Sie sind so hart im Nehmen, Mrs. Puff. Von nun an, SpongeBob, komme ich meiner Pflicht als Fahrlehrerin nach und werde dich auf der Straße beschützen, mein Lieber. Der Schlüssel will wohl heute noch nicht zurecht. Ja. Ist das wirklich so kalt hier? Oder bilde ich mir das bloß ein? Was soll's an die Arbeit? Wie bitte? Ei, ei, Mr. Krabs. Vorsicht, Thaddeus! Entschuldigung! Wir sind hier nicht bei der Eisrübe. Macht euch ans Werk! Yes, Sir! Erst dann, wenn Sie die Heizung aufgedreht haben. Die Temperatur bleibt, wie sie ist. Aber hier hängen doch schon die Eiszapfen von der Decke. Selbst wenn Väterchen Frost und der Weihnachtsmann eine gemeinsame Kühlschrankparty veranstalten würden, du bleibst weg vom Thermostat!
war doch klar, dass du zu geizköpfig bist, um die Heizung aufzudrehen. Mal sehen, wie lange du deine Kundschaft behältst, wenn du ihnen die kalte Schulter zeigst. Was soll denn das? Gibt sie jetzt bald Wieso was warmes zu essen? Wieso dauert das denn so lange? Hör endlich auf zu jammern und beweg dich vorwärts. Bestellung ausgeführt. Lasst uns hier verschwinden. Oh. Ja, entflieht dieser Winterwüste. Euer Leben ist der Wärme und des Glücks beraubt. Hey, Kumpel, möchtest du im Abfalleimer essen? Na schön, wenigstens ist keiner mehr in Krabs Kaschem. Hey, die Kunden kommen zurück. Das ist mir unbegreiflich. Was zieht sie nur wieder dahin? Ja, was zum... Aber danach legst du die Burger wieder zurück. Versprochen, Mr. Krabs. Bin ich froh, dass ich hier nichts essen muss. So, bitte sehr. Wo bleibt mein Burger? Hey, und wo bleibt mein Krabbenburger? Moment, kommt sofort, Sir. Äußerst lecker! Rühr dich nicht vom Fleck, Halunke! Ja, so ist's gut. Ich glaube, ich schaff's doch noch. Ja! Oh! Hab ich dich endlich? Ganz im Gegenteil. Ich bin es, der dich hat, mein Junge. Die Eismaschine. Nicht sie weg! Es funktioniert. Ich greife tatsächlich gerade einen Burger vom Krabbenburger ab. Nun macht schon. Geht aus dem Weg. Ihr versperrt einen Notausgang. Nein, nicht schon wieder. Ich nehme das mal. Ja. Toll, mit vollem Körpereinsatz, volle Ausgangsblockade. Danke sehr, Mr. Krabs. Du hast schon wieder verloren, Plankton. Ich gebe noch lange nicht auf, Krabs, denn ich habe immer noch meine Geheimwaffe. Das Thermostat. Das Thermostat? Ganz genau, Krabs. Das war nämlich ich, der die große Krabbe eingefroren hatte, siehst du? Heiliger Neptun, diesmal bist du zu weit gegangen, Plankton. Du kannst meine Angestellten verprügeln, versuchen, mein Restaurant zu zerstören. Doch weder du noch sonst jemand vergreift sich an meinem Thermostat. Siehst du, Krabs, so leicht bin ich nicht zu besiegen. Ja. Hoppla! Auf geht's! Zieht meinen Schlitten zu den Scheinchen! Träum ruhig weiter, alter Mann! Den Turbo-Booster, Karen! Ja. Nein! Er darf nicht gewinnen! Keine Angst, wird er auch nicht! Sondern ich! Hallo, SpongeBob. Hallo, mein Freund. Wo ist dein Schlitten? Ich weiß auch nicht. Los, spring rein, wir nehmen dich mit. Bleib los, Gary. Die Fernbedienung flippt aus und die Roboterwürmer laufen im höchsten Gang.
Diese ganzen Plattfische haben doch alle keine Chance gegen meinen Importwurm. Hey, was soll das denn werden? Ich bitte um Verzeihung, aber jetzt ist Tea Time. Für so etwas habe ich keine Zeit. Tea Time, eine der albernsten englischen Ideen überhaupt. Durch die weiße Pracht, ja, fahren wir Tag und Nacht. Oh, guck mal da. Thaddeus! Alter Freund, du siehst verfroren aus. Wir nehmen ihn wohl besser mit. Ja, gute Idee. Das ist eine Sackgasse. Na toll, jetzt sind wir eingeschlossen. Gute Idee, Landeichhörnchen. Das hält uns am Leben zumindest noch ein paar Stunden lang. Oh, es ist so kalt. Hey, wie wär's mit einem Lagerfeuersong? Es wird nicht gesungen! Tadius! Ist ja gut. Gib mir mal jemand eine Decke. Hey, du sag mal, seit wann hast du denn noch einen Fuß? Das ist nicht meiner. Schon wieder. Edge, du schleimiges Schneeungeziefer, daneben! Das war nicht der Angriff. Hä? Geht in Deckung! Ich brauche einen Weingummiwurm. Pass gut drauf auf, das ist mein letzter. Festhalten, mein Freund. Auweia, SpongeBob, komm hoch, wir müssen hier weg. Ja. Neptuns Miederminion, wie oft muss ich dir noch sagen, dass man anzuklopfen hat? Mr. Krabs! Das ist schon besser. Also, wo drückt denn der Schuh? Ich glaube, Thaddeus ist krank. Eigenartig. Du bist schon der Zweite, der mir das heute sagt. Wer kam zuerst? Thaddeus. Ich habe den grünen Miesepeter persönlich untersucht. Und wenn der krank ist, bin ich der nächste Bürgermeister von Betsyhausen. Das wäre vermutlich ganz einträglich. Aber Mr. Krabs, Sie müssen mir glauben, Thaddeus hat eine ganz schreckliche Krankheit, die Thaddeitis. Kratziger Hals, juckendes Auge, Pelzzunge und Fieber und Furunkel und verpasste Arbeitszeit und... Einen Krabbenburger. Darf ich mal stören, Thaddeus? Oh, natürlich. Es ist ja nicht so, dass hier ein Haufen Kundschaft Schlange stünde. Es gibt ja nur ein Problem mit dem Jungen. Er hat irgendwie Angst bekommen.
In diesem Zustand kann er ja nicht grillen. Und ohne Koch keine Burger. Und ohne Burger auch kein Umsatz. Und warum erzählen Sie mir das? Du musst dich mal für eine Weile dünne machen. Also dann möchten Sie, dass ich jetzt nach Hause gehe? Ist mir völlig egal, wo du hingehst, solange du hier weggehst. Yippie! Danke, Mr. Krabs. Ich wollte sagen... Der arme Thaddäus. Was ich an Krabbenburgern so mag, das ist... Wie seltsam. Mein Auge juckt. Und mein Hals kratzt auch ganz schön. Juckendes Auge, kratziger Hals. Oh, meine Zunge ist pelzig. Ich habe die Thaddäitis. SpongeBob, alles klar hier, Minion? Ja, alles klar, Schiff, Captain. Das war nur ein kleiner Freudenschrei aus Wonne. Versuch's mal mit deutlich mehr Arbeit und weniger Wonne. Wenn Mr. Krabs herausfindet, dass ich Thaddäitis habe, dann schickt er mich heim, genau wie Thaddäus. Nicht ausrasten, ich weiß, wieso sollte ich mich zu Hause kurieren, wenn ich Oma Schwammkopfs Hausmittelchen hier habe. Wie sagte Oma Schwammkopf, wenn du das Gefühl hast, krank zu werden, dann nimm ein heißes Fußbad. Oder war es ein kaltes? Irgendetwas sagt mir das was auch nicht. Ich Schusselchen. Es war natürlich weder kaltes noch heißes Wasser, sondern siedend heißes Öl. Aha, die medizinische Wirkung spürt man gleich. Auweia. SpongeBob! Ist alles in Ordnung hier drin? Klar, läuft bestens hier drin. Heiße Sache. Wenn ich die unansehnlichen Stellen nicht kaschiere, schöpft er Verdacht. Extra scharfer Senf hat genau die richtige Farbe. Und er brennt außerdem wie blöd. Ganz ruhig bleiben. Ich muss es nur kühlen. Mit Gurken. Gurken bereiten Kühlung. Ich muss nur welche finden. Gewürzgurken. Gewürzgurken sind auch Gurken. Komm, süße Erleichterung. Ein Quallenbissen, das brennt! Es brennt! Es brennt wie Feuer! Leute, habt ihr den Krach in der Küche auch gehört? Ja, ich bin ziemlich verwirrt. Geht mir genauso, ich bin sogar beunruhigt. Nun, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Tut mir leid, ich hab mir wohl was eingefangen. Was? Was eingefangen? Ich verzehre kein Essen von einem kranken Koch. Genau. Essen wir woanders. Ein guter Vorschlag. Ja, ich Zwiebel. So eine versiffte Bude. Ich schon Bakterien. Ja, genau das. Es geht nichts über ein Senusbutter- und Quallen-Gelee-Sandwich vor dem Einschlafen. Ich weiß nicht. Ich stehe völlig neben mir. Sei nicht albern, Gary. Ich erkälte mich nicht. Ich kriege den Blubber. Ach nein, Gary. Wenn ich den Blubber hätte, dann würden Blasen aus mir rauskommen. Ich kann nicht den Blubber kriegen. Schließlich muss ich doch zur Arbeit. Gary, ich trage meine Unterhosen gerne so.